Guten Tag, Frau Zeynaldin. Sie sind Kinderärztin, sind vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen, arbeiten derzeit im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir sprechen über Corona-Schutzimpfung. Frau Zeynaldin, in Facebook hören wir bei TÜNews International immer wieder Gerüchte darüber, dass eine Folge der Corona-Impfung angeblich wäre, man könnte keine Kinder mehr bekommen, würde also unfruchtbar werden. Ja, diese Frage wird mir sehr häufiger gestellt und es ist eine Frage, die viele junge Frauen beschäftigt. Und zwar von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen auch. Im Gegensatz können wir sagen, Frauen mit mit Kinderwunsch können sich impfen lassen. Diese Impfstoffe wurden an Frauen mit Kinderwunsch getestet und für sicher und wirksam befunden. Und bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Unfruchtbarkeit durch die Impfung. Vielen Dank, Kinderärztin Zeynaldin.